Sigrid Mauder, ich habe ganz schlimme Dinge gelesen, von wegen Extremisten, Vorwürfe im Visier des österreichischen Geheimdienstes. Wie kommt es dazu? Naja, also das, was du vermutlich gelesen hast, ist ein Bericht darüber, dass wir in der Extremismusdatenbank des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung drinnen stehen. Das ist eine Datenbank, die dazu dient, gefährliche Angriffe und kriminelle Verbindungen abzuwehren. Also eigentlich dafür designt, Terroranschläge und mafiöse Strukturen aufzudecken. Aber das wird gegen uns verwendet, und zwar deshalb, weil wir letztes Jahr am 22. Dezember da im Parlament hinter uns auf der Besucherinnentribüne waren und gegen die Familienbeihilfenkürzung protestiert haben und dabei auch Flyer hinuntergeworfen haben zu den Abgeordneten. Das hat der Verfassungsschutz als Anlass genommen, uns als Extremistinnen einzustufen. Kann es sein, dass die Politik Angst hat vor ihren Bürgern, also die Politiker und Politikerinnen Angst haben vor ihren Bürgern und deswegen so scharfe Geschütze auffahren mit neuen Gesetzen und Verschärfungen bestehender Gesetze? Naja, offenbar schon. Ich meine, Überwachung und Kontrolle ohne konkreten Tatverdacht, so wie das jetzt in den neuen Gesetzen auch wieder vorgesehen ist, also eine weitere Ausweitung ist vorgesehen von diesen Befugnissen, deutet schon darauf hin, dass die politische Elite Angst vor Unruhen hat. Und tatsächlich wird die Situation unruhiger. Ja? Wir haben soziale Kämpfe in vielen Staaten. Wir haben Auseinandersetzungen über den Euro. Aber auch ganz grundsätzlich gibt es Bürgerinneninitiativen wie zum Beispiel S21 oder Castor Schottern oder so. Also es ist auf der einen Seite eine Anspannung der sozialen Lage zu spüren, auf der anderen Seite eine erhöhte Bereitschaft der Bevölkerung, wieder selber aktiv zu werden. Und das ist natürlich ungemütlich für die Politikerinnen und Politiker. Und offenbar denken sie sich, je besser wir unsere Bürgerinnen überwachen, umso eher können wir es auch unter Kontrolle halten und an unserer Macht bleiben. Also sollen wir in Zukunft das ÖVP-Motto Hände falten, Goschen halten, berücksichtigen und danach handeln, oder was schlägst du vor? Also das hätten sie wohl gern, wir lassen uns natürlich von solchen Dingen nicht unterkriegen, wir werden versuchen, alles Mögliche gegen diese Eintragung zu tun und wir werden alles Mögliche tun, diese Gesetzesnovelle zu verhindern, und natürlich rufen wir alle Leute weiterhin zu zivilem Ungehorsam auf, werft überall Flyer in der ganzen Stadt und schaut, was passiert. Ich glaube, man darf sich nicht unterkriegen lassen, genau das ist das, was sie wollen. Dankeschön, und WinTV wird das unterstützen. Super.